Maske abnehmen. Danke. Ja, Abby, geh schon nicht so nah dran. Nicht, dass du mir da wieder runterfällst. Ich glaube, wir müssen eh runter. Das Krankenhaus. Da ist das. Wir haben es geschafft. Halleluja. Was haben wir? Ich glaube nicht, dass es das einfach ist schon so war. Da vorne? Aufzug? Ja. Das wäre der Weg gewesen. Ja, toll. Cool, Lev. Danke. Lass uns den anderen nicht sagen, was los war. Ich will nicht, dass Yara sich sorgt. Du bist ein guter Bruder. Kann ich dich was fragen? Okay. Bereust du, dass du dich rasiert hast? Bei uns gibt es keine Reue. Lev. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Dann wäre Yara das alles nicht passiert. Sie wäre zu Hause, bei unserer Mutter. Braucht eure Mutter zu Hause denn Hilfe? Sie ist unsere Mutter. Es ist unsere Pflicht. Ja, schöner Aufzug. Aber wir haben es ja sogar ganz gut überlebt zum Glück. Hey, da ist noch Bastelkram. Und ich bin froh, dass das Spiel wahrscheinlich nachher das wieder so cutten wird, dass ich den Rückweg nicht machen muss. Das wäre ja nochmal anstrengend. Aber wenigstens keine Infizierten mehr. May she guide you. Ja. Gehst du nicht. Aber warum? Weil sie dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Backgammon-Runde. Was ist Backgammon? Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja. Die wird garantiert mitkommen. Oder er. Müssen wir mit dem kaufen, aber wahrscheinlich schon. Obwohl, bisher hat uns noch keiner gesehen. Scheiße, da oben steht auch einer. Vielleicht müssen wir doch tauchen. Da vorne lang zu gehen ist wahrscheinlich mein Todesurteil. Ich glaube, ich muss da lang. Der Typ da oben sieht mich doch direkt. Ich glaube, tauchen hilft mir da herzlich wenig Spiel. Da ist jemand im Wasser. Eindringling. Ich bin ein Wolf. Nicht schießen. Ich bin's. Abby. Abby? Abby, scheiße. Scheiße. Tor aufmachen. Hey Leute.
Scheiße, bist du hergeschwommen? Das Boot hatte ein Leck. Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac. Was braucht er? Kann nicht drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Wie kommen die immer noch an neue Rekruten? Okay, ich dachte, das wäre schon wieder so ein Seraphitenlager. Aber stimmt, das ist ein Wolf-Krankenhaus. Ah, und hier waren wir mit Ellie, ich erinnere mich. Wo wir hier rumgeschlichen sind und alle abgeballert haben. Ah, da war hier noch alles in Ordnung. Okay, dann sind wir ja noch weit in der Vergangenheit. Hi, Leute. Oh, Abby. Hast du das von Danny gehört? Nur Gerüchte. Hoffe, ihr verbreitet keine. Nein, tun wir nicht. Gut. Belasst es dabei. Was ist los? Hier drüben gibt's... Oh, Hundi! Hundi! Oh. Oh, hey, Bär. So weit von zu Hause weg? Braver Junge. Hallo, Abby. Hey. Hund so, ah, toller Hund, toller Hund. Und sie so, ja, hey. Gibt's hier Medizinzeug? Das sieht mir sehr danach aus. Ich nehme einfach den ganzen Karton mit. Das Boot ist jetzt weg. Ich wiederhole. Das letzte Boot ist weg. Dann kommt das nächste. Over. Das klingt ja nicht so gut, wenn das letzte Boot weg ist. Wenn da Zeug drin sein sollte. Müssen wir dem Boot vielleicht noch hinterher. Da ist nix. Ah ja. Räumt ihr hier immer noch auf? Yep, eine nach der anderen. Sind da noch Vorräte drin? Oh ja. Wir haben noch einige Etagen vor uns. Ach, viel Glück. Klingt gut für uns. Hey. Abby. Wurdest du auch hergeschickt? Ja, was ein Akt. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo... Abby. Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten Lieferung. Sorry. Was soll das denn? Sie ist seit gestern fahnenflüchtig. Streck die Hände aus. Das war's wohl mit den Vorräten. Hey! Hey! Lass mich jetzt hier raus! Vielleicht muss uns Left auch noch retten kommen. Du wirst dir die Schulter auskugeln. Nora. Ah ja, Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und war Owen im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso? Was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerter Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber... Es ist hart da unten. Ich komme klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Wird wohl doch ein längerer Ausflug als 2 Stunden. Compartment-Syndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja.
Noch ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Nora! Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor, wenn Mel den Arm... Moment. Alles okay. Wie auch immer. Was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel, tut mir so leid. Ja. Mir auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Das wird total überwuchert sein. Ja, großartig. Super. Im schlimmsten Fall, such nach Krankenwagen. Die sind sauber. Ich habe da schon Glück gehabt. Gute Idee. Ah ja, und hier finden wir ja mit Ellie später dann auch Nora und trennen hier durchs Gebäude. So kommt eines zum anderen. Dein Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. Tja, Yara hat noch überlebt. Mal gucken. Ich habe schon das Gefühl, dass wir super lange schon wieder unterwegs sind. Hauptsache, hier sind keine Viecher wieder in der Wand. Ah, da gibt es noch drei. Ja, machen wir so. Okay, Operationssaal, Trauma, intensiv. Dann mal los. Ja, es wird nicht allzu schlimm, kein Kick durch. Krabbeln? Oh, gar nicht schlimm ist, wenn ich da schon wieder einen rumliegen sehe. Okay, scheint safe zu sein. Hoffentlich. Oh nein, ich wollte es eigentlich vorlesen. Anbaubrief. Jake, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr nach Hause. Ich würde alles dafür geben, jetzt bei dir und Susie zu sein. Ich verstecke mich mit einigen meiner Kollegen. Die Tür ist verbarrikadiert und diese Kreaturen sind auf der anderen Seite. Es ist alles viel schlimmer, als wir dachten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand unseretwegen herkommen wird. Zumindest nicht rechtzeitig, um uns zu retten. Ich hoffe, dass du eines Tages diesen Brief erhältst. Ich hoffe, du und Susie werdet euch an mich erinnern. Ich liebe euch beide sehr. Scott. Okay, ich kann es wenden, aber steht nichts weiter. Oh, wir haben wieder 60.
Impulsdauer. Impuls hält länger an. Okay. Ich glaube, ich mache das hier als nächstes. Dann haben wir wenigstens noch 20. Oh ja. Diese Branddinger waren ganz geil. Ah ja, stimmt, die Münzen. Ich glaube, die hatten wir alle schon mal gesammelt. Ich habe das Gefühl, dass wir die alle doppelt sammeln. War auch nicht sicher. Sieht gar nicht so schlimm aus. Hm. Aber es ist irgendwie viel zu ruhig. Oh. Da ist auf jeden Fall einiges passiert. Warte, ich glaube, komme ich nicht von hier? Intensivstation? Oder sieht hier einfach nur alles gleich aus? Natürlich kommen wir da nicht rein. Ist natürlich zu. Wäre ja auch zu einfach. Naja, danke Spiel. Okay, dann Trauma oder Chirurgie. Dann müssen wir wohl doch hier runterspringen. Egal, nichts Schlimmes. So. Es ist definitiv zu ruhig hier unten. Viel zu ruhig. Oh, eine Kirche. Okay, Kirchen haben in Horrorspielen auch nie was Gutes an sich. Da könnten wir wahrscheinlich auch noch durchklettern. Oh, eine Tasche. Da könnte was drin sein. Ah ne, ein Zettel. Ich bin der Letzte meiner Einheit. Alle anderen, die mit mir hergekommen sind, sind tot. Wir konnten die meisten Türen sichern, aber an manche sind wir aufgrund der Übermacht der infizierten Patienten nicht herangekommen. Wir haben nicht mit dieser Art von Widerstand gerechnet. Ich dachte, sie sind krank und schwach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit ansehen muss, wie sie meine Männer in Stücke reißen. Ich habe mehrere Bisswunden am Arm, an Armen und Beinen. Ich werde noch ein paar von diesen Viechern auslöschen, bis meine Kugeln zur Neige gehen. Dann folge ich meiner Einheit an den Finder. Ihr werdet mehr Soldaten herschicken müssen, um diesen Bereich vollständig zu sichern. Allerdings hoffe ich, dass ihr dieses Gebäude in die Luft gejagt habt und nicht zu blöd seid, es eindämmen zu wollen. Viel Glück, ihr Arschlöcher. Ja, danke schön. Gut gewährt. Gib deine Munition. So, da könnt ihr rüber hüpfen. Ich glaube, da ist auch nichts weiter. Hoffentlich. Nee, sieht gut aus. Was steht da? Warnung, Sie betreten eine überwachte Zone bei Zuwiderhandlungen, Schusswaffengebrauch jederzeit möglich. Ja, schön. Ich hoffe, ich werde es nicht brauchen, aber wahrscheinlich schon. Das Traumazentrum muss da drin sein. Emergency Room. Notaufnahme, Quarantänezugang. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich da direkt schon reingehen will. Vorsicht, Tür jederzeit geschlossen halten. Hast du noch was für mich? Nee. Ah ja, die Kapelle. Okay, sieht erstmal ruhig aus. Oh, noch ein Zettel. Wollen die heute wirklich wieder da reingehen? Jedes Mal kommt nur die Hälfte des Trupps wieder raus. Wir haben das Labor verloren. Ich glaube wirklich, das war's. Und tut mir leid, dass wir in die Schule Zettel hin und her schieben, aber ich traue diesen Soldaten nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Warum bringen die uns nicht hier raus? Sie sagen dauernd, die Evakuierung findet statt, sobald sie sicherstellen können, dass das Gebäude eingedämmt werden kann. Ich meine, sehen oder hören die denn nicht, was da unten los ist? Das Thema ist doch durch. Ich glaube, es geht nicht um Eindämmung. Ich glaube, es geht um die Forschungsdaten. Wir müssen hier weg. Unsere Freunde da unten könnten noch am Leben sein.
Du hast doch gesehen, was diese Viecher machen. Das hat keiner überlebt. Zumindest nicht so lange. Es ist schrecklich, aber sie sind tot. Was schlägst du vor? Ich sehe Scott mit den Soldaten streiten. Er hat offensichtlich genug von all dem hier. Wir holen ihn und suchen einen Ausgang. Warten wir noch einen Tag ab. Mal sehen, was diese neuen Soldaten machen. Einen Tag, dann handeln wir. Dank. Gut, dass ich beim Ausbruch nicht dabei war.